Hallo und herzlich willkommen. Folge der Leichtigkeit. Es ist so cool, dass sich so viele Leute angemeldet haben und die wir alle, wir im Team, waren schon so aufgeregt und das ist so ein cooler Call, weil wir gemerkt haben, dass es gerade ansteht und auch, ja. Den ganzen Anmeldungen haben wir ja auch gemerkt, dass es euch zuspricht. Und ja, Sophie Czerny Hallo. ist. Hi! Sie ist ja Facilitator bei Access Consciousness und die macht ja überall Kurse. Sie macht ja Access Bars, Foundation, Körperkurse. Und sie kreiert ganz, ganz viele andere tolle Sachen, unter anderem jetzt auch dann mit mir den Body Love Summit und viele weitere andere Sachen. Und wir haben einfach gemerkt, hey, wir wollten diesen Call machen, weil es vielen einfach ein bisschen, schwer fällt, momentan in die Leichtigkeit zu kommen. Ja. Okay. Deswegen, ich übergebe an dich. Danke, liebe Sophie. Und wir freuen uns alle. Und ich hoffe, ihr habt eure Fragen mit. Und der Kurs lebt ja von euch auch, ja. Also könnt ihr gerne aktiv mitmachen. Genau, also für alle, die mich nicht kennen, hallo, ich bin die Sophie Czerny, wie die Elli schon gesagt hat, und ich arbeite ganz viel mit den Werkzeugen von Access Consciousness. Also ich bin quasi Life-Coach von dieser Modalität Access Consciousness. Und wie die Ellie schon gesagt hat, es stand irgendwie so im Raum, dieses Thema Leichtigkeit. Und ich würde gerne ein bisschen das zuerst zu entdecken, was eigentlich Leichtigkeit ist. Also Leichtigkeit ist das, was du bist. Tada! Also vielleicht kannst du dich daran erinnern, als du, ja, oder nur so wahrnehmen, wie es war, als du als kleines Baby auf die Welt gekommen bist. Und du kannst mal so in dich reinspüren, hattest du damals Leichtigkeit oder hattest du schon diese Schwere? Hattest du schon die Schwere und hast dir übers Leben Gedanken gemacht und Gedanken darüber gemacht, oh mein Gott, wer zahlt eines Tages meine Pension? Wie kann ich nur alle meine Rechnungen bezahlen? Etc. etc. Wird mich irgendjemand heiraten oder was auch immer so bei euch hochkommt, ja? Was möchte ich euch damit sagen? Ich möchte euch einfach mitgeben, dass wir geboren worden sind mit Leichtigkeit, dass wir Leichtigkeit sind und dass das nicht etwas ist, was irgendwie so schwer erreichbar ist, sondern dass jeder diese Fähigkeit hat. Und ich kann mich erinnern, als ich in meinem ersten Access Bars Kurs gesessen bin und da bekommt man ja schon so die ersten Werkzeuge von Access Consciousness. Also du machst nicht nur diese Körperarbeit, diese 32 Punkte, sondern also du bekommst auch schon die ersten Tools. Und ein Tool war, das hat mir die Facilitatorin damals erzählt, das ist jetzt 10 Jahre her, und dann meinte sie so, ja, also alles, was leicht ist, ist wahr und alles, was sich leicht anspürt, dem folge auch. Und ich kann mich erinnern, dass ich ziemlich irritiert darüber war, dass sie das gesagt hat. Ich würde mich jetzt nicht selber so bezeichnen, als ich hatte so ein super schweres Leben. Ich hatte schon so meine Dramen und alles, aber ich hatte nicht diese total, totale Schwere. Aber ich war trotzdem irritiert von dem, was sie gesagt hat. Und mit der Zeit bin ich so drauf gekommen, ja, wo überall habe ich mich denn noch eingekauft, dass das Leben hart sein muss? Und das war der Grund, warum mich das damals so irritiert hat. Weil wir sind einfach nicht mehr gewohnt oder wir haben das nie gelernt, wirklich der Leichtigkeit zu folgen, einer Energie zu folgen. Uns wurde beigebracht, dass das Leben hart sein muss, dass es schwer ist, Dinge zu erreichen, ist wahnsinnig hart, das erfordert wahnsinnig viel Aufwand. Und eigentlich wird dir überall wirklich in dieser Realität so suggeriert, das Leben ist schwer. Das Leben kann kein Ponyhof sein, das Leben kann kein Wunschkonzert sein. Das ist so das, womit wir irgendwie in Berührung gekommen sind. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich in die Schule gekommen bin und Leute zu mir gesagt haben, also in Österreich ist das so ein Sätzchen, dass wir da immer sagen, ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und mit 6 Jahren, mit 6 Jahren wird einem schon gesagt, okay, das Leben ist schwer und
jetzt darfst du keinen Spaß mehr haben, jetzt darfst du keine Freude mehr haben, jetzt darfst du keine Leichtigkeit mehr haben. Naja, und was glaubt ihr, was das in unserem Leben kreiert? Natürlich kreiert das eine Schwere. Und ja, ich möchte einfach so, was ich euch heute so mitgeben möchte, ist wirklich, dass ihr so schaut, okay, von wem habe ich das? Wem habe ich das alle abgekauft, dass das Leben schwer sein muss? Also es kann zum Beispiel sein, dass euch eure Eltern hochkommen oder vielleicht eure Lehrer, vielleicht seid ihr in einem Umfeld, vielleicht habt ihr Freunde, die einfach immer sagen, ja, das Leben ist wahnsinnig hart und schwer. Und also schaut mal, so beobachtet mal, wo habe ich diese Ansicht eigentlich abgekauft? Weil das ist nicht das, was ihr seid. Und was mir auch so klar geworden ist, also in diesem Baskurs damals vor 10 Jahren, ging es ja auch darum, alles, was leicht ist, ist wahr und alles, was schwer ist, ist nicht wahr. Okay, davon war ich auch relativ irritiert. Und dann bin ich so drauf gekommen, okay, einfach so zu entdecken, was spürt sich denn leicht für mich an? Und das ist so eines der ersten Werkzeuge, die ich euch heute mitgeben mag. Was spürt sich leicht für euch an? Und dass ihr viel mehr dem folgt, was sich leicht für euch anspürt. Also zum Beispiel, fangen wir an mit Bewertungen oder Ansichten, die Menschen haben und die sie auf euch projizieren. Spürt sich sowas leicht an oder schwer? Eine Bewertung, die ihr zum Beispiel empfangt. Spürt sich das leicht oder schwer für euch an? Jemand sagt, ihr seid zu überdrüber, ihr seid zu viel, du bist immer so chaotisch, was auch immer da bei euch in euren Universen los ist. Und dann spürt ihr mal, okay, ist das jetzt leicht oder schwer für mich? Und wenn es schwer für euch ist, dann weißt du, dass es nicht deins ist, dass es etwas ist, was du quasi abgekauft hast. Was meine ich mit abkaufen? Dass du etwas so wahr und real machst, dass du glaubst, es ist deins und dass du dann irgendwann auch zu dem wirst. Du machst diese Bewertung so wahr und real, dass du denkst, ah, okay, das vielleicht stimmt's ja. Nur frag dich vorher, okay, spürt sich's leicht oder schwer für dich an? Und du wirst merken, wenn sich schwer für dich anspürt, ist es immer, immer eine Lüge. Also mit einer Lüge meine ich, ist es eine Ansicht, die jemand anderer auf dich drauf projiziert. Und mit diesem Tool, das finde ich sehr, sehr wertvoll, um zu erkennen, okay, aber wie funktioniere ich eigentlich? Wie funktioniert das Leben für mich? Und nicht, wie funktioniert es für alle anderen? Vielleicht kennst du das auch, ihr kriegt gute Ratschläge erteilt. Und bei mir ist es meistens so, ich kann mit denen nichts anfangen oder konnte früher mit denen gar nichts anfangen, weil ich mir gedacht habe, ja, aber so funktioniert es irgendwie für mich gar nicht. Und oft wird einem ja so gesagt, mach dein Leben so und so, führ dein Leben so und so und so, hier ist das Patentrezept, hier hast du es, mach es genau nach dem Fahrplan und du kommst vielleicht drauf, oh wow, das spürt sich aber super schwer für dich an. Ja, weil es für dich nicht funktioniert. Jeder ist halt anders, jeder ist einzigartig und die Ratschläge, die vielleicht für andere funktionieren, funktionieren vielleicht nicht für dich. Ja, genau. Ich finde das so wichtig, was du gesagt hast, dass jeder einzigartig ist und wie oft wir Projektionen da auf uns drauf liegen, seit der Kindheit uns so die Sachen erschweren. Und deswegen ist das für mich so ein Aha-Effekt gewesen, seitdem ich eben da mit Access Consciousness angefangen habe, wie befreiend das ist, wenn wir die Sachen einfach überhaupt nicht abkaufen, ja, und ja, deswegen finde ich auch, wie viel von unseren Eltern haben wir zum Beispiel abgekauft und wollen denen gefallen, vielleicht wollen wir den Bewertungen gerecht werden. Genau. Ja. Ja, das ist auch super. Genau, also oft kaufen wir Ansichten ab. Danke, dass du das hochgebracht hast. Genau, oft kaufen wir Ansichten ab, weil wir dann entsprechen wollen. Und das ist auch ganz cool, zum Beispiel so im Business, so wenn ihr im Beruf seid oder so, ja, was habt ihr abgekauft, wie ihr zu sein habt? Ich war ja früher in der Werbebranche tätig und war Kreativdirektorin und es war so spannend, weil so, wir wurden ja immer Werbefuzzis genannt, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, ja, wir waren so die Werbefuzzis und als Werbefuzzi hast du halt einen gewissen Look,
zu repräsentieren, ja, also vielleicht musst du irgendwie so eine spezielle Brille tragen, Hosen, was auch immer, ja, also es gibt so einen Kreativlook, nenne ich es jetzt mal, und es war so spannend, weil also ich bin eigentlich jemand, ich ziehe mich total gerne so bunt an und mit Mustern und mit Farben und alles, und das hat halt nicht in dieses Klischee eines Werbers gepasst, und ich kann mich damals erinnern, dass ich mich, also es sind nur so kleine Sachen, ja, so Kleinigkeiten, aber alleine das, was ich angezogen habe, das da habe ich mir schon nicht erlaubt, das anzuziehen, was ich eigentlich anziehen möchte. Und heute schaut es zum Beispiel ganz anders aus. Heute stehe ich vorm Kleiderschrank und stelle mir aber nur die Frage, was spürt sich heute gerade leicht an? Ah, das! Und ich nehme es raus. Und es gibt kein, naja, passe ich aber dann irgendwie, repräsentiere ich dann das, was ich gerne repräsentieren möchte? Also die Margit, die hat geschrieben, als Neugeborene, ich muss unheimlichen Hunger gehabt haben sofort, da ich mir an der Ferse vor Hunger ein Stückchen abgestrampelt habe. Theoretisch muss ich schon irgendwie Leichtigkeit erlebt haben. Stimmt schon. Das ist ja eine lustige Geschichte. Ja. Okay, hast du dazu irgendeine Frage, liebe Margit? Ja, schon, Sophie. Ja, welche? Also, weil es ja so wie soll ich denn sagen, ne? Das ist so eine Norm. Wir waren leicht, als wir kamen. Und ich spüre das so nicht so richtig. Wie kann ich mich mit dieser Leichtigkeit darüber hinaus verbinden? Ah, okay, das ist eine spannende Frage. Ja, dann frag dich doch mal, wie war's sogar davor? Also bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist, wie war es, als du im Bauch warst von deiner Mama? Hattest du da eine Leichtigkeit oder war da auch schon eine Schwere? Schwere. Und davor? Davor war es leicht. Ja, wow. Ja, weil was die, danke Margit, dass du das ansprichst, weil das, was wir eigentlich sind, sind ja unendliche Wesen. Und jetzt in dieser Lebzeit haben wir gerade einen Körper und wir sind verkörpert. Nur ein unendliches Wesen, ihr könnt euch auch da diese Frage stellen, würde, wie wäre ein unendliches Wesen mit Situationen? Hättest du eine Leichtigkeit oder hättest du eine Schwere? Ein unendliches Wesen hätte Leichtigkeit. Genau, und das, was die Margit anspricht, ist auch cool, weil es könnte zum Beispiel auch einfach ein Indiz dafür sein, dass du schon etwas wahrgenommen hast. Dass du sogar, bevor du geboren worden bist, hast du vielleicht schon eine Schwere wahrgenommen von deinen Eltern vielleicht, von deiner Mama, von deinem Papa, von deinen Großeltern, von wem auch immer, ja, also vielleicht hast du da einfach schon eine Schwere wahrgenommen, und das ist auch cool, darüber können wir auch sprechen, so dieses, die Schwere, die wir eben haben, gehört nicht uns. 99% all eurer Gedanken, Gefühle, Emotionen gehören tatsächlich nicht euch. Das heißt, was das in Wahrheit bedeutet, ist, dass wir super wahrnehmende Wesen sind, die ganz, ganz viel Schwere wahrnehmen von anderen Menschen und ihr es dann zu eurem macht. Also, liebe Margit, wo überall hast du die Schwere, die du da wahrgenommen hast, zu deinem gemacht? Und magst du es mal bitte zurückschicken mit Bewusstsein angehängt an alle Absender? Tadadung! Right, wrong, good, bad, pot, pock, all night, shorts, boys, poets and beyonds. Der verrückte Satz, wer den noch nicht kennt, das ist das Clearing Statement von Access Consciousness. Heute bringe ich es nicht raus. Ihr könnt gerne gehen auf theclearingstatement.com. Da gibt es eine Beschreibung vom Co-Gründer Dr. Dane hier, was das Clearing Statement bedeutet. Und ihr merkt euch jetzt, aber dieses Tool, fragt euch, wem gehört das? Wem habe ich es abgekauft? Und dann kannst du es zurückschicken, mit Bewusstsein angehängt. Du musst gar nicht jetzt wissen, wie mache ich das? Was muss ich da denken? Was muss ich da fühlen? Sondern mach es einfach. Mach es auf deine Art und Weise. Schick es zurück und dann kannst du einfach sagen, pod im pock. Oder du schickst es einfach nur zurück. Du musst das Clearing Statement nicht mal dranhängen und du wirst merken, dass es funktioniert. Und ja, Margit, wie geht's dir jetzt? Fein. Super. Leichter? Ja. Yes. Dankeschön. Danke für dich. Ja, das ist einfach das Schöne, wenn ihr merkt, so, was habe ich abgekauft und hey, das gehört gar nicht mir, dann ist das Coole, dass ihr immer leichter, 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 leichter und leichter werdet. Und dass diese Leichtigkeit wirklich wieder in euer Leben kommen darf. Jemand hat auch geschrieben, leicht und schwer ist nicht ja oder nein. Wie kann ich das auseinandernehmen? Ist es ja, nein.
Also ich mache das immer ganz gerne so, zum Beispiel, wenn es darum geht, eine neue Wahl zu treffen. Dann frage ich mich einfach immer selber, also angenommen, okay, soll ich jetzt den Buchvertrag unterschreiben? Und dann frage ich mich, okay, wenn ich das jetzt wähle, wie wird mein Leben in 500 Jahren aussehen? Und dann schaue ich, ob es einfach Raum macht, ob es sich leicht anspürt oder ob es sich schwer anspürt. Und wenn es sich leicht anspürt, ist es ein Ja. Und wenn es sich schwer anspürt, ist es ein Nein. Das mache ich mit all den Wahlen, die ich in meinem Leben treffe. Und den Buchvertrag habe ich, by the way, unterschrieben. Tada! Eine Wahl, die ich für mich getroffen habe dieses Jahr. Nur leicht und schwer, ich würde es eher so sagen, ist nicht gefällt mir nicht. Manchmal gerade so bei Wahlen, wenn ihr davor seid, Wahlen zu treffen, ihr kennt das vielleicht alle, kann das ja auch super unbequem sein. Es kann super unbequem sein, eine neue Wahl zu treffen, etwas, was außerhalb eurer Komfortzone liegt. Und da missbraucht das Tool nicht und verarscht euch nicht selber, sondern geht es eher mit diesem Tool, okay, wenn ich das wähle, wie wird mein Leben in 50 Jahren sein, 500 Jahren, 5000, ihr könnt es einsetzen, was ihr wollt. Und dann geht es ja nach leicht und schwer. Und dann ist es leicht und schwer, ein Ja oder ein Nein. Ich nenne euch ein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren keinen Sport gemacht habe und ich habe keine Lust auf Sport und mein Körper ist diese Bewegung nicht gewohnt, ihr kennt das wahrscheinlich alle, dann hat man einfach keine Lust auf Sport. So, wenn ich mich jetzt frage, okay, wenn ich jetzt Bewegung mache, wie wird mein Leben in 500 Jahren sein, dann weiß ich einfach, okay, dieses leicht und schwer ist meine Wahrnehmung, ob es mehr kreiert. Wenn ich aber gehe nach, ist es jetzt leicht, Sport zu machen nach 20 Jahren, wo ich mich nicht bewegt habe, naja, das wird sich schwer anspüren. Und so ist es mit vielen, da lachen einige, ja, und so ist es mit vielen, vielen verschiedenen Dingen, ja, also es ist eigentlich meistens so, wenn ihr eben Dinge macht, die außerhalb eurer Komfortzone liegen, dann mag sich das nicht im ersten Moment leicht anspüren. Und deswegen bitte bei der Wahl das andere Tool verwenden und dann mit der, wenn ich das wähle, wie wird mein Leben in 500 Jahren sein? Und dann schauen, was sich zeigt, ob sich es dann leicht anspürt. Weil da geht es dann wirklich darum, dass du eine Wahrnehmung davon hast, okay, was wird meine Wahl kreieren und nicht, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht? Und viele Dinge sind, also die Dinge, die außerhalb unserer Komfortzone sind, die sind unbequem und die pieksen, definitiv. Also auch heute wieder, ich meine auch vor 260 Leuten zu sprechen. Ich mache das zwar oft, aber trotzdem, es ist immer wieder aufs Neue so, obwohl ich mich total freue und alles um meinen Körper excited ist und aufgeregt und da. Nur es ist halt immer außerhalb meiner Komfortzone und das ist super und ich würde euch sogar dazu ermutigen, dass ihr jeden Tag etwas macht, was außerhalb eurer Komfortzone liegt, weil der Trick ist, dass du nämlich damit sehr wohl Leichtigkeit haben darfst. Also was ist, wenn du mit den Wahlen, die du triffst, ganz egal wie unbequem sie sind, trotzdem Leichtigkeit haben darfst? Und ich glaube, das ist, also Leichtigkeit generell ist eines der unterschätztesten Schätze, die wir in Wahrheit haben. Weil wenn wir Leichtigkeit mit den Dingen haben, das sind die Momente, wo uns alles zufällt. Das ist da, wo sich alles ineinander fügt. Also viele von euch kennen vielleicht schon diesen Satz, ja, Geld folgt der Freude. Aber ich würde sagen, eure ganzen Kreationen, euer ganzes Leben, alles fügt sich, wenn ihr Freude und Leichtigkeit habt mit den Dingen. Egal, wie unbequem sie sind. Ja, die Cordula hat noch darauf hingewiesen, dass es so eine App gibt. Ne? Wem gehört das? Das finde ich auch immer ganz cool, dass man dann erinnert wird, wem das gehört und man schickt das weg oder man kann das einfach so den ganzen Tag machen. Das finde ich auch echt toll. Da weiß man, dass eigentlich fast nichts von einem kommt. Ja. Und einem selbst kommt. Eine kostenlose App von Access Consciousness, die ihr euch runterladen könnt. Die ist wirklich großartig. Und ihr könnt dann selber so einen Timer einstellen, wie oft die App dann losgeht. Und ich frage, okay, wem gehört das? Wem gehört das? Wem gehört das? Und das ist so, so spannend, weil das 99% von allem, was wir denken, fühlen, etc., nicht uns gehört. Das ist uraltes Wissen. Das hat Albert Einstein schon gewusst. Nur in dieser Welt haben wir es irgendwie total vergessen,
dass diese Dinge gar nicht uns gehören. Und ich finde das so schön, einfach, ihr könnt jetzt in Zukunft durchs Leben gehen und einfach schauen, okay, was kreiert Schwere und was kreiert für mich Leichtigkeit? Oder wenn ihr eben mit Ansichten konfrontiert seid, okay, was kreiert das gerade Leichtigkeit? Dann weißt du, es ist für dich wahr. Wenn es Schwere kreiert, weißt du, es ist für dich nicht wahr. Und dieses Leicht und Schwer ist quasi wie so ein Kompass, der dich durch das Leben führt. Und das ist, würde ich auch sagen, das Tool, das wirklich deine Wahrnehmung total schärft. Ja, die Cordula hat sich gemeldet. Ja, liebe Cordula, hast du eine Frage an? Weniger eine Frage, aber zu der App. Ich habe die jetzt schon 1,5 Jahre laufen. Und habe die dann irgendwann umfunktioniert, weil das so ein Selbstläufer wird. Nach einer Weile brauchen wir eigentlich die App nicht mehr, weil das selber hochkommt. Jetzt habe ich die immer für alle andere Sachen eingesetzt, die ich immer mal so vergesse. Jetzt ist der Bling immer für eine andere Frage oder für eine andere Sache. Weil es sind ja enorm viele Werkzeuge. Und die alle so auf dem Schirm zu haben, ich setze dann eben immer ein, wie mit den Zahlen hier, 1, 2, 3 oder so, wo ich sage, okay, das jetzt, wenn es bingt, denk da dran. Also das die kann man auch weiter nutzen. Und das Schöne dran ist, weil die ja immer bingen, fragen viele, was ist denn das? Mhm. Kommst du darüber ins Gespräch? Und viele benutzen es dann selber. Also ich habe ganz viele, die gesagt haben, wo finde ich denn die? Die das dann auch gemacht haben. Das ist total spannend, ja, stimmt, weil wenn das Tool irgendwann mal so, wenn du es mal so intus hast, kannst du es ja auch verwenden, einfach nur, wenn es Ping macht, weißt du, ich könnte mal wieder eine Frage stellen, ich könnte mal wieder ein anderes Werkzeug von Access Consciousness benutzen. Ja. Super. Dafür ist es gut, gerade wenn neue Werkzeuge so sind, also bei den Pest Juniors, die habe ich mir ewig nicht merken können und habe dann gesagt, okay, jetzt ist das Ping dafür. Mhm. Dann habe ich das eine Woche und dann ist das eben auch drin. Ja. Das ist cool. Danke dir dafür für den Beitrag. Mhm. Ja, und das darum geht es auch bei diesem, wem gehört das Tool? Also ich gebe euch zwar jetzt hier Tools mit und vielleicht müsst ihr es am Anfang so kognitiv anwenden. Vielleicht müsst ihr euch so daran erinnern, eben durch die App oder vielleicht schreibt ihr es euch irgendwo hin. Ja, so habt so kleine Reminder, habt irgendwo so kleine Postings hängen. Und damit ihr euch einfach immer wieder daran erinnern könnt. Und ja, das ist dann einfach so cool, weil irgendwann wirst du merken, du wirst diese Tools. Das heißt, du musst sie kognitiv mit deinem Verstand nicht mehr so anwenden, sondern du bist die Tools. Und dann weißt du schon in der Sekunde, das spürt sich nicht leicht für mich an. Okay, das ist nicht meine Wahrheit. Also das geht dann wirklich so rucki-zucki. Am Anfang braucht es vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen ein Training, aber dann geht das total schnell. Mhm. Handy-Hintergrund ist auch immer super. Stimmt, danke dafür. Ja, was kommt euch noch so beim Thema Leichtigkeit hoch? Also was sind so eure Ansichten auch zu Leichtigkeit? Und wir könnten auch ein bisschen schauen, wem gehören diese Ansichten? Weil ganz oft hat das Thema Leichtigkeit, ist auch oft mit Ansichten behaftet. Also zum Beispiel so, dass man sich gar nicht erlaubt, die Leichtigkeit überhaupt zu leben, weil andere Menschen die Leichtigkeit nicht haben. Also wie oft seid ihr davon betroffen? Oder lasst euch beeinflussen und lasst euch stoppen oder stoppt euer Leben und eure Kreationen, weil andere diese Leichtigkeit nicht haben. In Wien oder in Österreich sagt man ja leichte Mädchen. Das ist eigentlich sehr negativ, ne? Ja, weil Schlampe bedeutet. Ja, das stimmt, ja. Ja, wow. Du bringst mich gerade auf was anderes. Danke, dass du das ansprichst. Nämlich so, wie sehr erlauben wir uns nicht, Leichtigkeit zu haben in unserem Job zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, als ich mal, also ich bin halt generell ein Mensch, ich lache einfach viel, ja. Und ich kann mich eben noch erinnern, damals in der Werbebranche, da habe ich irgendwie so losgelacht wegen irgendetwas. Und dann ist meine Chefin reingekommen, meine damalige, und hat uns so zur Sau gemacht und hat gesagt, ja, wenn ihr hier so laut lacht, dann glauben die Leute, ihr habt noch Kapazitäten frei und dass ihr faul seid und nichts arbeitet. Und ja, das ist so spannend, weil diese Ansichten prägen uns dann, ja. Diese Ansichten, die kaufen wir uns dann so ein, dass wir denken, ich darf jetzt in meiner Arbeit keinen Spaß mehr haben und keine Freude und keine Leichtigkeit. Und ja, wie sehr habt ihr euch darin eingekauft? Und auch da fragt euch wieder, wem gehört das? Und manchmal hilft es auch, also es ist ganz cool, wenn ihr wisst, wem es gehört und wem ihr es abgekauft habt, aber ihr müsst es nicht einmal ganz genau wissen, sondern ihr könnt es auch einfach zurückschicken mit Bewusstsein angehängt an alle Absender.
Also diese Intention können Sie auch setzen. Ja, und wie sehr haben wir abgekauft, dass wenn wir in unserer Leichtigkeit sind, leichte Mädchen sind oder auch leichte Jungs im Sinne von, man kann uns nicht ernst nehmen, wir sind nicht seriös, wir sind nicht professionell. Also da sind so viele Glaubenssätze auch drauf, ja, auf diesem Thema Leichtigkeit. Und wo überall erlauben wir es uns eben nicht, weil wir denken, naja, aber dann könnte ja jemand kommen und der könnte meinen, dass wir zu unprofessionell sind, zu unseriös, nicht professionell, nicht vertrauenswürdig, etc., was auch immer da so in eurer Welt ploppt. Und ja, alles, was das ist, mein Gottillionen, wollt ihr das bitte mal zerstören und umkehren? Danke, right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shots, boys, poets and beyonds. Ja, cool, genau. Da können wir gerade voll gut einhaken. Und zwar, die Cornelia fragt, wie finde ich Leichtigkeit bei Kritik? Bei Kritik, wenn euch jemand bewertet? Mhm. Das ist eine coole Frage. Ich stelle mir dann selber immer die Frage, wie viel Spaß kann ich damit haben mit den Bewertungen von anderen Menschen? Oder du kannst auch hier einsetzen, wie viel Leichtigkeit kann ich damit haben? Und ja, Bewertung ist auch wirklich ein großes Thema. Ich finde es lustig. Ich glaube, in jedem Call geht es dann irgendwann auch um Bewertungen. Ja, weil sie uns manchmal so massivst beeinflussen. Und wenn ihr aber da auch wieder den Spaß reinbringt und die Leichtigkeit, dann kann euch nichts beeinflussen. Wenn ihr resistent seid gegen Bewertungen, dann könnt ihr euer Leben kreieren und ihr werdet niemals der Effekt von anderen Leuten sein. Deswegen erlaubt euch wirklich mit diesen Bewertungen Spaß zu haben, Leichtigkeit zu haben und auch zu wissen, ich meine, warum bewerten einen Menschen? Wir leben in einer super bewertenden Realität, wo jeder jeden bewertet. Ah, die ist zu dünn, die ist zu dick, die ist zu bunt, die ist zu fröhlich, die ist zu bla, 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 bla. Und was steckt da eigentlich dahinter? Was steckt hinter Bewertungen? Und ich habe für mich herausgefunden, jedes Mal, wenn mich jemand bewertet hat, war es eigentlich genau deswegen, weil ich eine Energie verkörpert habe, die der andere sich nicht erlaubt hat, zu sein. Und ihr könnt ja mal schauen, ob das auf euch zutrifft. Und wo überall sind die Dinge, die euch vorgeworfen werden, eigentlich eure größte Stärke? Und ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine im Foundation-Kurs, ich mache ja auch so 3,5 Tage Foundation-Kurs, und ich hatte eine Teilnehmerin und es war wirklich ihr größtes Problem, unter Anführungszeichen, ihre Leichtigkeit, mit der sie durchs Leben geht. Dafür hat sie die meisten Bewertungen kassiert. Und ich habe ihr dann auch die Frage gestellt, okay, aber was wäre, wenn du diese Bewertungen zu deinem Vorteil nutzt? Wie viel Spaß kannst du dann damit haben? Oder wenn euch Leute zum Beispiel nicht ernst nehmen, nicht für voll nehmen. Ja, wie viel Spaß könnt ihr damit haben? Wie viel Spaß könnt ihr damit haben, dass euch Leute unterschätzen? Wie viel Spaß könnt ihr damit haben, dass vielleicht euch die Leute sagen, okay, du bist immer so chaotisch, du musst immer alles ganz anders machen, du musst immer aus der Reihe tanzen. Ja, dann hab Spaß damit. Leg sogar noch einen drauf, anstatt dich zurückzuhalten. Also, was ist, wenn du wirklich noch eine Schippe drauflegst oder dem anderen auch tatsächlich einfach Recht gibst? Das mache ich auch sehr gerne. Und das Sprichwort finde ich auch ganz passend, dieses gib dem anderen Recht und du bist frei. Ja, also einfach so, zu dir kommt irgendjemand und sagt, ja, du musst es immer irgendwie anders machen, du musst immer aus der Reihe tanzen. Stimmt, du hast recht. Ja. Ja, ja, lieber Alex, bin einfach schlecht, was soll ich machen? Und ihr werdet es merken, dann hören die meisten Menschen dann auf, euch zu bewerten. Und dann finden sie Gründe, also wenn man es laut ausspricht, auch ihr könnt es natürlich auch einfach energetisch machen, so allen anderen Leuten Recht geben. Ja, stimmt, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine schlechte Facilitatorin, ich bin eine furchtbare Person. Ja, ihr habt alle Recht, ich habe Unrecht. Und ihr werdet es merken, das bringt so eine Leichtigkeit rein. Und ich habe ein super Beispiel, darf ich? Ja, ja. Ich hatte noch irgendwas, was ich sagen wollte, aber jetzt ist es eh weg. Okay, schieß los, Alex. Gerade erst ganz frisch. Ich brauchte ein paar Unterlagen, eine Beglaubigung. Ja. Und ich kannte eine Person, die in einer Kirche arbeitet, die das beglaubigen konnte. Also habe ich die angerufen, habe gesagt, hey, ich brauche das und das und das. Machst du mir den Stempel da drauf? Ja, mache ich. Dann bin ich da hingegangen, habe die Unterlagen abgegeben und bin zur Arbeit. Und dann kriegte ich 2 Minuten später eine E-Mail, wieso, weshalb, warum
dass dieser Text falsch sei und dafür bräuchte ich ja eine andere Beglaubigung und das, also ich habe ganz viele Belehrungen gekriegt, was ich alles falsch gemacht habe und was ich ja alles gar nicht so machen könnte und, und. Bei mir ging der Trigger los und dann habe ich sofort gesagt, okay, welche Möglichkeit habe ich noch? Dann hat mich jemand kontaktiert von einer ehemaligen Kirche, wo ich mal Geige gespielt habe. Den habe ich gefragt, kannst du mir das beglaubigen? Und er sagt, kein Problem, komm nachher vorbei, mache ich Stempel drauf. Also bin ich zu dieser besagten Person, habe meine Unterlagen abgeholt, die mich sofort überfiel mit allen Ansichten, was ich jetzt hier gerade alles falsch gemacht habe. Und dann habe ich sie angeschaut, lächelnd, habe gesagt, stimmt, du hast recht. Danke, dass du dich für mich schlau gemacht hast. Dann nehme ich die Unterlagen jetzt wieder mit. Bin gegangen. Diese Person war einfach nur begeistert, dass ich jetzt ihr dankbar für sie war. Anscheinend. Ich habe das natürlich nicht abgekauft. Bin zu dieser anderen Kirche gegangen, habe nach 5 Minuten meine Stempel gehabt und das Ding war erledigt. Aber ich hatte keine Diskussion mit dieser ersten Person. Ich hatte keinen Stress mit der. Ich hatte keinen Trigger mehr, weil ich einfach nur ihr gesagt habe, was sie hören wollte und ich mich aber nicht falsch gemacht habe. Ich habe es nicht abgekauft. Ich habe es nur verwendet. Und es war so geil einfach. Wow, super, danke dafür. Und was mir jetzt auch hochgeploppt ist, nachdem du das gesagt hast, ist dieses, wenn wir kämpfen, wenn wir selber bewerten, dann gibt uns das niemals eine Leichtigkeit. Also hört auf zu kämpfen. Das ist auch ein gutes Tool, das ich einfach allen mitgeben kann, dieses ständig im Kampf sein mit allem. Wir haben so gelernt, in diesem Leben zu kämpfen. Und was ist, wenn es nichts gibt, was du bekämpfen musst? Was ist, wenn es nichts gibt, wo, ja, mit dem du kämpfen musst? Ja? Sondern wirklich so, wenn du Bewertungen auch, also wenn du selber merkst, du dich triggern Dinge und du bewertest Sachen, wenn du selber die Bewertung daraus nimmst, und es nicht bewertest, wird dir das viel mehr Leichtigkeit geben. Weil Bewertungen sind immer schwer. Das heißt aber auch im Gegenzug dazu, dass Bewertungen niemals wahr und real sind. Ja, super. Der Erich hat noch gefragt, soll man überhaupt auf Bewertungen eingehen? Mal so, mal so. Ich meine, manchmal finde ich es ganz lustig. Eben, ich gebe dann denen recht oder sage, ja, stimmt, du hast recht. Ich meine es aber dann auch so, ja. Also nicht so ironisch sagen, sondern wirklich, ja, okay, du hast recht. Interessant, ich werde es mir einfach mal anschauen. Okay, und das kann man machen oder man wendet sich denen gar nicht zu. Eben, weil dann hörst du ja auch auf, gegen Bewertungen anzukämpfen. Und weil das ist das, was viel schwerer in unserem Leben tatsächlich kreiert, dass wir immer versuchen, gegen Bewertungen anzukämpfen, anstatt Bewertungen einfach auch nur zu empfangen. Und was meine ich mit Bewertungen empfangen? Bewertungen empfangen ist einfach dieses, okay, jemand bewertet mich und ich bin einfach wirklich in der interessanten Ansicht. Interessante Ansicht ist ein weiteres wirklich, 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 wirklich machtvolles Tool, das wir haben in Access. Dass du auf alles, auf jede Ansicht, die dir irgendwie um die Ohren geschmissen wird, jede Bewertung, einfach wirklich dir einfach nur denkst, okay, interessante Ansicht, die derjenige hat. Weil alles ist nur eine interessante Ansicht. Und das ist auch ein Tool, wie ihr mit Bewertungen umgehen könnt. Dass ihr wirklich einfach, okay, der findet mich blöd, interessante Ansicht, die er da hat. Ah, der findet, ich bin zu viel. Okay, interessante Ansicht, etc., etc. Also wirklich dieses Tool zu verinnerlichen. Und ihr werdet drauf kommen, wie viele Ansichten ihr habt, wie viele Ansichten andere Leute haben. Und es wird eine Leichtigkeit in euer Leben kommen. Genau, die Monika hat sie im gleichen Moment geschrieben. Telepathie, Wahrnehmung. Ja, also das ist ein ziemlich cooles Tool, um mit Bewertungen umzugehen. Ja, Sophie, voll cool. Und wer mehr Leichtigkeit auch spüren möchte, wir haben ja ganz viele tolle Events von dir auch. Möchtest du erzählen?
Ja, also ich würde generell, heute sind ja auch viele neue dabei, die mit Access noch gar nichts zu tun haben. Wie ihr mit den Tools von Access in Berührung kommt, ist, ich meine, es gibt viel Gratis-Content draußen in dieser Welt von ganz vielen wunderbaren Facilitatoren. Ich habe auch einen Podcast, der nennt sich Joy Bombs, mit einer Kollegin gemeinsam, wo wir auch sehr viel über die Tools sprechen. Ihr findet mich auch auf YouTube, da erzähle ich auch immer wieder was über die Werkzeuge. Und dann geht es einmal auf die ganzen Kanäle von Dr. Dane hier oder Gary Douglas. Das sind die Gründer und Co-Gründer von Access Consciousness. Die teilen auch wahnsinnig viel gratis Content. Und wenn ihr weitergehen wollt, dann kann ich euch empfehlen, einen Access-Bars-Kurs zu machen. Das ist ein Eintageskurs. Da lernt ihr eben diese 32 Punkte an eurem Kopf und um eurem Kopf herum, ein körperliches Tool sind, um körperlich Ansichten, Bewertungen, Schlussfolgerungen loszulassen. Also die Access Bars sind für mich das Tool, das mir so geholfen hat, wieder einen Zugang zu finden zu mehr Leichtigkeit. Als ich meine erste Access Bar Session hatte, das war bei einer lieben Freundin von mir und ich habe keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt, was sie macht. Ich habe mich auch im Vorfeld nicht darüber informiert und ich bin von dieser Liege aufgestanden und ich weiß noch, ich habe einfach nur diese Leichtigkeit gehabt und ich habe ihr gesagt, hey, es sind gerade Tonnen von mir abgefallen. Also das ist wirklich ein Tool auf körperlicher Ebene, das ihr verwenden könnt. Und ja, wer dann weitermachen möchte, also das ist so quasi der Basiskurs, genau, wo ihr einfach so ein paar Tools schon bekommt und eben die Access Bars erlernt, die ihr dann, by the way, auch tatsächlich gewerblich nutzen dürft. Und dann gibt es den Access Foundation Kurs, der dauert 3,5 Tage und da kriegt ihr ein gesamtes Handbuch mit all möglichen Tools von Access Consciousness. Und ich habe heute mit der Elli, wir zwei haben heute telefoniert und die Elli hat zu mir was mega Geniales gesagt, weil sie hat gesagt, so ja, es gibt die ganzen Tools da draußen und die sind überall zur Verfügung, die findet sie in den Büchern von Access Consciousness, überall. Aber sie hat gesagt, sobald man in diesen Foundation-Kurs geht, verkörpert man wirklich diese Werkzeuge. Und das kann ich so nur unterschreiben und es gibt ja auch ein schönes Sprichwort, das nennt sich, es gibt ein Leben vor dem Foundation und es gibt dann eins nachher. Und es stimmt, weil sich einfach so viele Sachen verändern, weil ihr wieder mehr Leichtigkeit in eurem Leben habt, weil ihr wieder mehr Freude haben werdet mit den Dingen, die, ja, die ihr, oder ihr geht auch auf diese, mit diesen, also ich weiß gar nicht, was ich darüber alles erzählen soll, ja, man geht auch einfach wieder so fürs Leben los, ja, man hat einfach wieder diese Lebensfreude in sich, man ist wieder so voller Energie und in Kreationsmodus und dieser Kurs, ich kann den einfach nur jedem wirklich ans Herz legen und empfehlen, weil ihr wirklich Werkzeuge kriegt für all eure Lebensbereiche, um mit allem Leichtigkeit zu haben. Und das finde ich einfach so faszinierend. Ja, also ich kann es nur bestätigen, der ist lebensverändernd. Ich habe danach einfach, bei mir ging es richtig ab. Ich hoffe, der Hund, der kratzt gerade rum. das war für mich der mega Energiebooster. Ich war einfach so frei und ich habe vieles schon ausprobiert und was ich so cool finde, dass wir den Körper mitnehmen, ja. Und der Körper, den habe ich einfach ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr macht dann ganz viele Meditationen, dann macht ihr Energiearbeit. Aber diesen Körper mitzunehmen und den zu lieben zu lernen und dadurch halt viel besser zu empfangen, das habe ich auch durch den Foundation eben erlebt. Und also es ist einfach nur lebensverändernd und wir haben ja auch was Cooles hier dann am Chiemsee und zwar vom 27.07. bis zum 30.07. Findet ja auch ein Foundation hier am Chiemsee statt, also wer möchte, herzlich eingeladen. Wir haben eine so coole Location in Seenähe und auch da vor Ort, da könnt ihr Fotos angucken. Die Location ist einfach mega. Ja. Mit einem kleinen Bächlein und so einem kleinen Park. Also total schön. Mhm. Ja, wow, genau. Und eine Voraussetzung für den Foundation ist auf jeden Fall ein Barskurs.
zu machen, also einen Tageskurs, weil beim Foundation, das ist der einzige Kurs oder die einzigen Seminare von Access generell, die ich kenne, wo man schlafen darf. Und ihr dürft euch wirklich die Access Bars geben während dem Foundation-Kurs. Und ja, ihr könnt einfach nur ja, noch mehr Werkzeuge für euch entdecken und fragt euch einfach, stellt euch selber die Frage, okay, wenn ich einen Access Bars Kurs wähle, wenn ich einen Access Foundation Kurs wähle, wie wird mein Leben in den nächsten 500 Jahren aussehen? Und dann schaut es einfach, macht es einen Raum, spürt sich es leicht an oder kommt eine Schwere? Und dann wisst ihr, okay, wenn es leicht ist, geht's los. Wenn es sich schwer anspürt, dann lasst es bleiben. Ja, und darf ich auch noch was sagen, weil viele mich dann gefragt haben, ja, muss man dann auch irgendwie so ein Grundwissen haben an Spiritualität oder Bewusstsein oder so? Nee, also das ist für dich immer wieder erstaunlich, weil ich habe den Kurs ja schon öfters gemacht. Und jedes Mal, wenn ich den mache, also der verändert sich ja sowieso auch immer, habe ich das Gefühl, dass ich immer wieder was Neues lerne, ja, und ich da abgeholt werde, wo ich bin, ja, und das habe ich auch bei anderen erfahren, und deswegen, ja. Ja, das ist wirklich cool, was du das sagst, weil das stimmt, also es kann jetzt sein, dass du zum Beispiel in den Kurs kommst und überhaupt keine Leichtigkeit mit deinem Leben hast und sich einfach alles momentan schwer für dich anspürt, ja, und dann wirst du genau dort abgeholt. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass du ein super glücklicher Mensch bist und voll happy bist, im Leben stehst, weißt, was du möchtest, total selbstbewusst bist und sagst, hey, aber ich würde trotzdem irgendwie gerne eine neue Möglichkeit entdecken. Und das finde ich so genial an diesem Kurs, weil es eben wirklich jeden abholt. Und wie die Ellie schon gesagt hat, ich meine, nicht umsonst machen wir heuer einen Körperkongress und stellen den auf die Beine. Und das liebe ich persönlich an Access Consciousness, dass der Körper mit einbezogen ist. Weil wenn wir mit unserem Körper Leichtigkeit haben, guess what? Dann haben wir in unserem Leben Leichtigkeit. Wenn wir in unserem Leben Leichtigkeit haben, haben wir es vice versa auch wieder mit unserem Körper. Und das ist halt einfach so brillant. Und deswegen, ich liebe die Bars, ich liebe die Körperprozesse, die wir haben in Access, also die Handauflegeprozesse, die ihr auch im Foundation lernt. Und ja, das ist einfach sensationell. Und für alle ganz Spontanen, ganz Spontanen, morgen startet auch ein Foundation an der Ostsee. Wer noch dazu hüpfen möchte, die Simone Drees ist da mein Host und wir starten morgen um 14 Uhr. Und ja, ansonsten kommt gerne zum Chiemsee oder wo auch immer hin. Vielleicht sehe ich euch eines Tages irgendwo in dieser Welt. Elli, ich freue mich mega, dass du mich hostest. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an alle, die heute mehr Leichtigkeit gewählt haben. Wählt es weiter. Ich kann euch nur sagen, es macht alles noch viel einfacher in eurem Leben und es wird euch mehr Spaß machen vor allem. Also in diesem Sinne, alles Liebe. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Danke, liebe Sophie. Danke an alle. Tschüss.